Und wenn ihr euch angegriffen fühlt, müsst ihr es wohl mit Hendrik, dem Japaner, Zerstörer aufnehmen. Und das wollt ihr doch genauso wenig wie ich, wa? Boom, ich mache 187 Schaden mit einem Auto-Attack. Das ist gar nicht schlecht. Alex macht auch noch ein bisschen Schaden. Oh nein, er betet zu den Göttern. Boah, was er für einen Schaden macht. Ey, bitte, Hendrik, bitte verschone uns. Ey, Alex muss echt Gefühle machen. Gefühle, ja, schwul. Boah, der klatscht echt derbe. Ist gut, Hendrik. Alex, warum musstest du ihn noch sauer machen? Warum? Ich vergreife es nicht. Alex ist einfach... Oh, geil. War das eben Kingdom Hearts Soundtrack? Das hast du eben gehört, als würde Hendrik nach einem Auto-Attack Kingdom Hearts Soundtrack Musik benutzen. Wenn Matze das so eingestellt hat, wäre das das Witzigste überhaupt, weil Mexican Day Kingdom Hearts auf den Tod hat. Oh, Gefühle! Oh Gott, ey. Er darf nicht zu den Göttern beten. Wenn er das tut, zerstört er uns richtig hart. Ich muss ihn auf jeden Fall weiter angreifen und bald muss ich auch mal in Jude Lebos geheim Trainingslevel üben. Ihr seid wirklich sehr stark, schon fast würdig. Aber Alex ist so schwul. Ich mag Castlevania. Ich weiß nicht, wieso ich das so witzig finde, aber danke, Alex. Okay, cool, gib wieder ein paar Pluspunkte. Glück gehabt, wann bist du eigentlich tot? Ich sagte doch gerade, Mann, ich kann nicht sterben. Ich bin ein Wikinger. Die Götter werden dich nicht rächen. Also ich bin jetzt etwas verwirrt. Was mache ich hier? Ja, Odin. Mach einfach weiter, Feuer. Okay, Northwind eingekreist. Was heißt dieses blöde Northwind eingekreist? Ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. So, wir kloppen jetzt erstmal wieder derbe auf Odin. Auf Hendrik, den Japaner-Zerstörer. Ich liebe das einfach, dass Hendrik so eingebaut wurde ins Spiel. Hendrik ist ja wirklich einer neben Matze meiner absolut besten Kollegen. Na, immer noch so unsterblich, Blut ist aber ziemlich viel. Ihr Sterblichen habt doch keine Ahnung. Odi, gib mir deine ganze Kraft, oh nein. Scheiße. Oh nein. Was zur Hölle ist es? Es ist... Moment, die Musik kenne ich doch. Die Musik löst direkt in mir Gänsehaut aus. Ich kenne diese Musik. Matze? Ich weiß nicht mehr, woher es kam und in welchem Zusammenhang steht. Diese Worte sind ja so nur für Matze, aber wir beide kennen dieses Lied und verbinden damit was. Habe ich nicht recht? Na gut, egal, wie dem auch sei, schwule Scheiße. Wir gucken uns jetzt erstmal an. Na los, versucht es. Ich bin ein Gott. Es ist wirklich well shit. Well, shit. Yeah, die Macht von Odin. Mexican Day. Hendrik hat gerade Odins Macht zu sich genommen und steht jetzt da als einer der heiligsten Menschen der Weltgeschichte. Und wir machen ihm wahrscheinlich... Doch, wir machen ihm tatsächlich noch Schaden. Und er macht uns gar nicht so viel Schaden, aber wir müssen weiterkämpfen. Denn selbst wenn wir Hendrik ehren, ist er im Endeffekt nur ein weiteres Hindernis auf der Suche nach was eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was wir in diesem Spiel eigentlich tun. Aber wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Klatsch, super effektiv. Oh mein Gott, ey. Er macht so viel Schaden. Alex, bitte heile weiter. Sonst muss mein Vater einfach sterben. Gefühle, ey. Nur Gefühle können mich gegen Mexican Day retten. Hendrik, der wahre Wikinger. Ach du Scheiße. Ach ja. Die Musik ist auch viel zu episch. Und er ist auch noch Super Saiyajin. Egal, was wir versuchen. Es sieht so aus, als wäre er unbesiegbar. Das darf nicht sein. Wir müssen einen Weg finden. Oh, die Terrence Hill, Bud Spencer. Ja, auch Rocky wäre enttäuscht von euch. Ihr müsst mal mehr pumpen gehen. Insider hier am laufenden Band, ja. Brauche ich dir erklären? Ich glaube nicht, jeder mit einem halben Gehirn versteht die. Wenn nicht, fragt nochmal in den Kommentaren. Pumpen? Hä? Ja, Alex geht nicht pumpen. Wir können ihn einfach nicht überreden. Fresse, Japano. Seitdem er sich verwandelt hat, spielt er nur noch mit uns. Seine Schläge sind schwächer geworden. Aber nur, weil ich gerade das ultimative Gericht herbeibeschwöre. Oh nein, bitte nicht, Hendrik. Wartet nur. Na, das kann ja was werden. Ich hoffe nicht, ey. Oh nein, ey. Er macht nur noch 15 Schaden. Er spielt echt nur noch richtig mit uns. Er wartet einfach nur darauf, bis das ultimative Gericht uns tötet. Ich kann die Götter schon hören. Gott, die Musik, ey. Es ist viel zu episch gerade, mein Herz. Ich höre auch viel, wenn der Tag lang ist. Toll, das ist so typisch der Spruch von mir, oh Mann. Ich höre nichts. Okay, egal, zocken. Halt echt. Alex, Mann. Alex ist echt der sinnloseste Charakter. Oh,
Okay, das waren nur die normalen Gebete. Es waren noch nicht mal Halla. Zum Glück, ey. Für einen Moment hatte ich echt schon Angst. Können wir ihn überhaupt besiegen? Ich glaube nicht, dass wir jemals Hendrik besiegen können. Ich meine, er ist nebenbei auch noch damit beschäftigt, Lukas mit Blitzen vor der Tür zu quälen. Scheiße. Ich sollte meinen Vater gleich mal heilen, ey. Ich habe nicht das Gefühl... Oh nein. Götter, führt den Schlag der Gerechten aus. Yeah! Und zerstört alles. Ach du Scheiße. Oh nein, ey, Hendrik hat den heiligen Ragnarök über uns beschworen und hat gerade mal unsere komplette Party vernichtet. Oh, Scheiße. Er ist einfach echt der heilige Wikinger verloren. Das war's dann wohl. All meine Hoffnung. Meine Träume. Meine Ziele. Gott, er ist so schwul. Meine Altersvorsorge. Oh Mann, Alex, warum bist du so nervig? Abö, wenn du mir versprichst, mit dem Flennen aufzuhauen, helfe ich euch. Oh, okay, danke. Irgendwie vor Fanfare. Oh nein, ey. Das war eine Anspielung auf Carpine Up. Musste ich jetzt einfach sagen, damit sie mal versteht dann. Ha! Hendrik schließt sich aus Mitleid eurer Gruppe an. Ihr seid einfach schlecht. Egal, wir haben Hendrik in der Gruppe. Wie gut ist das denn? Deine ganze Gruppe erhält trotzdem 600 XP und 2001 Euro, weil ihr euer Bestes gegeben habt. Oh, das ist wie eine Teilnehmerurkunde beim Sport. Ein gutes Ende. Moritz Vater ist Nausucht Level 8. Alex der Stolz ist Nausucht Level 7. Flammenschweif und wieder Behalo. Da war es nur noch einer. Oh Gott, da liegt voll das heftige Schwert hier. Wieso liegt auf einmal... Hat Hendrik die ganze Zeit auf dem Schwert drauf gesessen? Oh, wir sind übrigens tot. Wieso sind wir so derbe tot, ey? Oh Gott, ey. So, wir haben jetzt Hendrik der Starke da. Den gucken wir uns natürlich erstmal an. Beziehungsweise den nehme ich hier. Guck ich mir an. Beziehungsweise, was kann er machen? Donnerschlag. Die mächtigen Götter stehen Hendrik bei und werfen Blitze auf seine Feinde. Heftig, Hendrik, heftig. Er ist auch echt ganz schön stark. Wie geht es ihm denn überhaupt? Es ist Odins Anhänger, Hendrik. Er hat Odins Schwert, Felsbrocken, Thors Helm und Lokis Rüstung und ziemlich starke Charakterwerte. Gucken wir mal seine Waffen an. Ein klassisches Wikinger-Schwert aus der Eisenschmiede Northwind. Oh, Northwind regt mich langsam richtig auf. Er trägt einen riesigen Stein mit sich rum, den er immer als Schutz vor Angriffen vor sich aufbaut. Heftig. Alter, er ist echt ganz schön stark. Ein Helm im Einsatzzustand, geschmiedet aus Trinium. Was, Trinium und einer Edelstahllegierung? Danke. Eine Rüstung mit extra starker Panzerung, um die männlichen Brustmuskeln von Hendrik zu schützen wahrscheinlich. Aber einfach männliche Brustmuskeln, werden wir es nicht wissen. Wir können nicht mit dem heiligen Schwert reden. Wieso liegt jetzt hier ein heiliges Schwert rum und ich kann es nicht nehmen? Warte, du bist so gemein, aber das ist eine Truhe. Die war vorher noch nicht da. Nehmen wir mal mit. 750 Aldi Euro, geil. Kann ich jetzt endlich das dumme Schwert? Das regt mich auf. Das steht einfach nur so da. Wie gemein ist das denn? Okay, dann lass uns einfach rausgehen. Wir haben Hendrik mitgenommen. Uns fehlt nur noch ein Partymitglied. Aber Hendrik, selbst wenn er mit uns ist, beschießt immer noch Lukas mit Blitzen. Manche Sachen ändern sich im Leben einfach nie. So, bevor wir in der nächsten Episode dann nochmal abschließend uns mit den Geschichten bzw. mit den alternativen Dialogoptionen beschäftigen, werde ich gerade nochmal speichern. Ganz lieb und zufrieden. So. Und dann werde ich mich einfach mal hier hinstellen. Ach. Ich mach das jetzt. Komm, wir machen das jetzt hier nochmal einmal gerade. Zum Spaß, zum Ende der Aufnahmesession, bis wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Spiel so lange geht. Und es ist trotzdem so derbe geil. Na nochmal, wir nehmen jetzt einfach mal alle Dialogoptionen, zum Beispiel die 15 hatten wir noch nicht, nur weil es die erste Auswahlmöglichkeit ist. Ist es nicht richtig? Frostmourne hat Hunger. Hm? Eigentlich, eure Pain wird ohnegleichen sein. Oh nein, toll, für die schlechte Antwort müssen wir die Zeit mit dem Heldmonster überspringen. Toll, danke, Matze, sehr nett von dir. Oh Mann, die Heldmonster sind so sinnlos. Ja, man merkt, ich habe zu viel WC3 gezockt. Das stimmt sogar. Der Arme musste so lange ohne mich auskommen. Er ist so tapfer, das würde ich niemals sagen. Schwul, niemand beachtet dich. Nein, Alex, jeder hasst dich. So, 18 war die richtige, ne? Das heißt, war 18 die richtige? Ja, das heißt, wir nehmen 24. Ich weiß, wenn man nicht drauf geachtet hat, ist es schwer, aber geh nochmal nachgucken. Ja, ich weiß, die richtige Antwort ist 18. So, wie war es der Gang zurückwert? Hahaha, sehr witzig, Matze. Hatten wir schon beim letzten Mal, ich hasse dich. So, beschreib zwei Blumen, nicht mal die richtige Antwort. Dann machen wir dekoriert die Wände nicht. Das ist wohl eher eine Geschmackssache, leider falsch. Oh.
Das ist aber gemein, Matze. Das ist keine... Ich mag deine Wände, die sind schön dekoriert. Ist einfach scheiße im Kopf. Oh, ich weiß selbst nicht, warum ich das ausgewählt habe, Matze. Es tut mir so leid. Ein Herz beinahe gebrochen und falsch dazu. Schwul. Super, super tolle Option. Dann machen wir einfach mal gerade. Lukas taucht nicht auf. Falsch. Trivia, Lukas nimmt wirklich eine große Anzahl der Kämpfer ein. Dies war zu Anfang nicht beabsichtigt gewesen. Oh. Umso besser, ey. Geile Designentscheidung, Matze, weil Lukas dabei haben ist echt die beste Idee überhaupt. Hat mir bis jetzt auch richtig gut gespalten. Was für einen Beruf hat der Kerl im unteren Haus? Ich glaube, die hatten wir schon fast alle, ne? Wir hatten Zeitreisender, Schuldirektor, Webdesigner. Er designt zwar nicht das Web, aber er hat eine andere Art Verbindung zu schaffen. Oh nein, ein Dummrese. Vielleicht wird mich eine der Optionen nochmal in deinem Kampf gegen Herr Dummrese schmeißen. Ich hoffe nicht. Ich will nicht nochmal gegen Herr Dummrese kämpfen, das war mir zu krank. Psychologe. Man könnte denken, das hätte er gelernt, ist aber leider falsch. So. Und weil das so falsch war, bin ich jetzt ganz traurig und hör auf, dieses Spiel aufzunehmen. Aber nur für heute, denn beim nächsten Mal machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Gruß natürlich raus, ein Küsschen an die guten Chainsaw Man 16 für dieses wunderschöne Spiel, was mir immer noch Spaß macht. An all die Anime-Fritzen unter euch, die ich beim letzten Mal beleidigt habe, beziehungsweise die sich beleidigt gefühlt haben. Macht euch mal nicht so einen Kopf darüber, was andere Leute über eure Kultur denken. Solange ihr nicht auf die Straßen gehen und dagegen protestieren, habt ihr keinen Grund, euch angegriffen zu fühlen, muss ich einfach mal so sagen. So. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ihr seid alle charmant, Matze ist charmant und ich hoffe, ihr habt auch einen charmanten Tag. Oh Mann, Lukas, hör auf, von Blitzen getroffen zu werden.